Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller Staatsgewalt. Aller Staatsgewalt. Jeder vom Staat bezahlte Bedienstete, gleich welcher Couleur, welche Aufgabe er hat, sie zu achten, meine und eure und unsere Würde, ist Aufgabe aller Staatsgewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden daher Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Lieber Bundestag, lieber Bundesrat, liebe Bundesregierung, ihr habt diese freiheitlich-demokratischen Grundrechte bereits mehr als beschädigt, in meinen Augen sogar bereits zerstört. Und von daher ist der Verteidigungsfall nach § 20 Grundgesetz meines Erachtens längst eingetreten. Jeder Deutsche hat das Recht, Widerstand zu leisten, wenn diese demokratische Grundordnung zerstört wird. In § 11, oder ich fange mal mit dem, ich weiß gar nicht, welcher war es, 8, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. So. Das für Versammlungen unter freiem Himmel, so wie wir heute, kann dieses jedoch durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Das nennt man dann Demonstrations- oder Versammlungsrecht oder wie auch immer. Halte ich auch für ganz vernünftig, dass der Staat da ein bisschen Kontrolle hat, wer sich da versammelt und was der so vorhat. Das ist ein Gesetz, das gibt es schon immer, dass man eine Demonstration anmelden muss. Für den Paragraph Artikel 11, die Freizügigkeit, hat es bisher aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen gegeben oder die körperliche Unversehrtheit, die eben nur durch Gesetz eingeschränkt werden könnte. Ein solches Gesetz gibt es bis heute nicht. Noch nicht, aber wir stehen unmittelbar davor. Und gestern haben die ganzen Politikdarsteller von ganz links bis fast rechts das Ding durchgenickt und wohl dem dritten Gesetz zum Schutze der Bevölkerung, wenn man sofort Schutz der Bevölkerung, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Dass man schon mal eine ganze Nation schützen wollte und dazu mal prophylaktisch Raum im Osten gesucht hat. Ja, so Zeug haben wir schon mal gemacht, das ist eigentlich immer schiefgegangen. Von daher, diese gesetzliche Verankerung der Einschränkung unserer Grundrechte steht unmittelbar bevor. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir das aufhalten werden. Und nicht wir und nicht ihr und nicht ich, sondern das wird die Tatsache. Wir machen jetzt einen Lockdown light. Spürt ihr es? Auch die Leichtigkeit. Ja? Dann geht es in die kalte Jahreszeit. Was glaubt ihr, wie da die Zahlen explodieren? Dann in der kalten Jahreszeit. Wenn man sich vielleicht mal wirklich einen Schnupfen holt. Ja? Ich gehe davon aus, dass die Regierung dann wieder so eine Art Lockerungen unter Virusvorbehalt machen wird. Also, dass wenn wir uns alle lieb verhalten, dass dann ein paar Lockerungen gibt. So, die Kneipen dürfen dann bis 10:30 öffnen oder so, oder Alkohol bis 22:45 ausschenken oder so. Also, das Wohlverhalten wird erkauft oder diese häppchenweise Rückerstattung unserer Rechte wird teuer erkauft mit einem Wohlverhalten. Und ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich zitiere es so sinngemäß. Hitler, der Hitler, hat mal in einer Rede gesagt, und sie werden nie mehr frei sein. Und bevor uns die Schreiberlinge unserer Zunft jetzt irgendwie mir mit dem langweiligen Gedanken kommen, ich würde das Dritte Reich verharmlosen, geschenkt, ja. Aber versucht mal den Gedanken an euch ranzulassen, dass es eventuell sein könnte, dass ihr nie mehr, solange ihr lebt, frei sein werdet. Frei in dem Sinne, wie die alte Normalität, die meisten von uns noch genossen haben, niemals mehr zurückkehren wird.
Es ist ein ganz widerlicher, bedrückender, beklemmender Gedanke, der mir ungefähr zeigt, welche Zukunft wir vor uns haben mit dieser Gesundheitsdiktatur. Und wenn es dieses Corona-19 nicht ist, wir haben jetzt ja das neue Update, Covid-20 ist ja, kann man ja bereits upgraden. Ja, das ist jetzt so, wie in Dänemark gibt es da jetzt was mit Nerzen und da wird jetzt Covid-20 grad, Apple bastelt schon an Covid-21. Diese Normalität, dass wir unseren Kapitalismus mit einer autoritären Soße überziehen, das Ganze unter dem Deckmantel der Gesundheit, an das werden wir uns gewöhnen müssen und wir werden wahrscheinlich nicht umhin kommen, dass wir uns stärken und unsere Abwehrkräfte stärken. Und zwar im doppelten Wortsinn unsere Abwehrkräfte stärken gegen diesen politischen Irrsinn und gegen diese Pseudo- Erkältung, die es so, wie es uns erzählt wird, nicht gibt. Ja, ich bin ein Corona-Leugner. Dieses Corona, die Geschichte, die Sie uns da erzählen, die gibt es so nicht. Es gibt ein Virus, es gibt eine Krankheit, es gibt Infektionen, es gibt Antikörpertests, es gibt alles, es gibt Kranke, es gibt Tote. Aber das, was Sie uns da erzählen wollen, von wenn wir nicht aufpassen, sind wir bald 2 Millionen Tote, das gab es nie, das wird es nicht geben. Das war eine Lachnummer vom ersten Tag an. Ich wünsche euch viel Kraft und bleibt gesund und kommt wieder. Liebe Demonstranten, hier gibt es eine spontane Wortmeldung, die ich dem Wortmelder zugesagt habe.